Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, es ist an der Zeit, deine Probleme mit dem Essen anzusprechen. Dein Verhältnis zum Essen könnte von einem geringen Selbstwertgefühl beeinflusst sein und dich dazu bringen, das Wohlbefinden deines Körpers zu sabotieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass Essen nicht der Feind ist, sondern eine gesunde Nahrungsquelle, die dein Körper braucht, um zu gedeihen. Erweise deinem Körper den Respekt, den er verdient, indem du ihn mit dem richtigen Brennstoff für Gesundheit und Vitalität versorgst. Kindheitserfahrungen hinterlassen oft bleibende Spuren in unserem Leben, vor allem in der Art, wie wir unseren Körper behandeln. Unsere Einstellung zu Essen, Bewegung und Ruhe wird oft schon in jungen Jahren geprägt. Als Erwachsene braucht es Mut, diese Gewohnheiten zu überdenken und die volle Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Sieh den heutigen Tag als eine Gelegenheit, dein Selbstbewusstsein in Bezug auf deine Gesundheitsgewohnheiten zu stärken. Überdenke dein Essverhalten, deine Bewegungsroutine und deinen gesamten Lebensstil, um positive Veränderungen vorzunehmen, die dein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen. Anstatt Konflikte auszutragen, suche den Kontakt zu anderen, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Nutze deine natürliche Begabung, zu lachen und gutmütig zu sein, denn das sind mächtige Werkzeuge, um starke und harmonische Beziehungen aufzubauen. Dein Charme und dein Enthusiasmus sind ansteckend und können einen positiven Einfluss auf deine Mitmenschen haben. Die Planetenkonstellation bringt einen Energieschub in eine laufende Beziehung. Selbst wenn sich die Dinge in letzter Zeit nicht gut angefühlt haben, bietet diese Energieverschiebung eine Gelegenheit zur Verbesserung. Schau dir deine Zukunftsvisionen und deine Interpretation des gegenwärtigen Augenblicks genauer an. Überlege, wie diese Wahrnehmungen deine tägliche Realität prägen und wie du positive Veränderungen herbeiführen kannst, um deine Beziehung zu deinem Partner oder deinen Lieben zu stärken. Wenn das Universum dir eine vielversprechende finanzielle Chance bietet, nimm sie mit offenen Armen an. Deine harte Arbeit und dein Engagement zahlen sich endlich aus, und vielleicht bekommst du eine wohlverdiente Beförderung, einen plötzlichen Geldsegen oder eine brillante Investitionsidee. Denk aber daran, dass Erfolg oft mit Verantwortung einhergeht. Bleibe auf dem Boden der Tatsachen und treffe kluge Entscheidungen, um sicherzustellen, dass dieser neu entdeckte Reichtum zu langfristiger finanzieller Stabilität führt. Vertraue darauf, dass dein natürliches Charisma und dein Selbstvertrauen dich durch alle Herausforderungen führen werden, damit du in diesem reichen finanziellen Kapitel deines Lebens erfolgreich sein kannst. Der Aspekt des Waagemondes mit dem Südknoten des Schicksals bringt dir Heilung für deine Vergangenheit und gibt dir Hoffnung für die Zukunft. Nutze diese Zeit, um groß zu träumen und dir ehrgeizige Ziele für dein Leben zu setzen. Auch wenn die Dinge jetzt langsamer voranschreiten, betrachte dies als eine Pause und genieße eine entspanntere Lebensweise. Anstatt ungeduldig zu sein, solltest du diesen Moment der Heilung und Hoffnung genießen und auf den großen Plan des Universums vertrauen. Erlaube dir, dir eine hellere Zukunft vorzustellen, eine Zukunft voller Möglichkeiten und Wachstum. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr,
von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die Karte Stärke oder auch Kraft steht für innere Stärke, Mut und Widerstandsfähigkeit. Diese Karte zeigt an, dass du heute die Kraft in dir hast, Herausforderungen mit Anmut zu begegnen und alle Hindernisse zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Sie steht für eine Zeit, in der du dir deine innere Stärke zunutze machen und deine persönliche Kraft anzapfen kannst. Die Karte Stärke ermutigt dich, Situationen mit Geduld, Mitgefühl und Selbstbeherrschung anzugehen. Sie erinnert dich daran, dass die wahre Stärke nicht in der Kraft liegt, sondern in deiner Fähigkeit, das Gleichgewicht und die Kontrolle über deine Gefühle zu behalten. Diese Karte lädt dich ein, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen und Herausforderungen mit Zuversicht zu begegnen. Neben der Karte Stärke haben wir den Herrscher. Diese Karte steht für Autorität, Struktur und Führung. Sie steht für eine Zeit, in der du die Verantwortung übernimmst, Ordnung schaffst und deine Autorität durchsetzt. Der Herrscher erinnert dich daran, deine Führungsqualitäten zu nutzen und Entscheidungen mit Klarheit und Autorität zu treffen. Der Herrscher fordert dich auf, dein Leben organisiert und diszipliniert anzugehen. Er erinnert dich daran, Grenzen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und ein Gefühl der Kontrolle über deine Umstände zu behalten. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du Struktur und Stabilität in dein Leben bringen musst. Die Karte Stärke und der Herrscher bilden zusammen eine starke Kombination für diesen Tag. Die Karte Stärke hebt deine innere Widerstandskraft und deinen Mut hervor, während der Herrscher das Bedürfnis nach Autorität und Struktur unterstreicht. Mach dir heute die Energie der Karte Stärke zu eigen, indem du deine innere Stärke anzapfst und dich Herausforderungen mit Anmut und Zuversicht stellst. Vertraue auf deine Fähigkeiten, Hindernisse zu überwinden und ein Gefühl von Gleichgewicht und Kontrolle zu bewahren. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Herrschers, indem du deine Autorität durchsetzt und Struktur in dein Leben bringst. Setze Grenzen, übernehme Verantwortung und treffe Entscheidungen mit Klarheit und Autorität. Setze deine Führungsqualitäten ein und schaffe ein stabiles und organisiertes Umfeld. Diese Deutung steht für einen Tag der inneren Stärke, der Führung und des Bedürfnisses nach Struktur. Mache dir die Energie der Karte Stärke zunutze, indem du deine Widerstandsfähigkeit nutzt und dich Herausforderungen mit Zuversicht stellst. Nutze die transformativen Qualitäten des Herrschers, um deine Autorität zu behaupten und Struktur und Stabilität in dein Leben zu bringen. Denke daran, Situationen mit Geduld, Mitgefühl und Selbstbeherrschung anzugehen. Nutze deine Führungsqualitäten und triff Entscheidungen mit Klarheit und Autorität. Wenn du die Qualitäten der Karte Stärke und des Herrschers kombinierst, kannst du den Tag mit innerer Stärke, Disziplin und dem Potenzial für ein stabiles und ausgeglichenes Leben meistern.